Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Ich habe das neue OnePlus 11 für euch. Wir werden uns das heute mal gemeinsam anschauen. Das OnePlus gibt es bei Amazon zu kaufen. Habe ich es aber nicht her. 830 Euro ist hier der Einstiegspreis in der Version 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher. Es endet dann bei 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festspeicher mit 900 Euro. Ich muss sagen, für ein Flaggschiff eigentlich recht attraktiv bepreist. Ich habe hier allerdings die International. Die habe ich von Trang Shenzhen, die das OnePlus eigentlich auch verkaufen wollten, dann als Import. Und da ist natürlich dann die Preisgestaltung nochmal deutlich attraktiver, Freunde. 697 Euro mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festspeicher. Das ist für ein Flaggschiff jetzt 2023 geradezu No-Brainer. Wird allerdings nicht kommen, denn OnePlus hat irgendwas geändert, beziehungsweise BBK Electronics, der Verein, der eigentlich hinter OnePlus steckt. Man kann die International-Version, die also für den chinesischen Markt ja eigentlich gedacht ist, hier in Europa nicht mehr updaten. Jedenfalls nicht über OTA. Das brickt das Smartphone. Dass das OnePlus sich dann halt hier mit europäischen Servern halt verbindet, dann ein europäisches Update runterlädt und versucht, die International damit zu flashen. Und dann geht alles hops, Freunde, und ihr seid unglücklich. Das Testgerät ist von Trang Shenzhen, wird es aber bei Trang Shenzhen an sich nicht geben, außer die fixen das irgendwie. Aber offensichtlich will OnePlus das auch gar nicht, dass die Internationals dann hier auf dem europäischen Markt landen. Das ist schade. Wir haben den Snapdragon 8 Gen 2, wer hätte das gedacht? 8 bis 16 GB Arbeitsspeicher, 256 oder 512 GB Festspeicher. Im Übrigen kostet die 16 bzw. 512 GB Variante dann bei Trang Shenzhen 900 Euro. Und das ist natürlich bei dem Speicherausbau ein echt guter Preis, wenn man das denn benötigen würde. Wir haben eine 50 Megapixel Hauptkamera, das ist die Sony IMX890 mit 1,8er Blende. Der zur Seite steht eine 48 Megapixel Ultra-Wide, welche dann auch Makroaufnahmen übernimmt und eine 32 Megapixel Tele mit zweifach optischen Zoom und 2,0er Blende. Das Kamerasetup ist dann hier in Zusammenarbeit mit Hasselblad entstanden, ist ja jetzt der Trend überhaupt bei den Smartphone-Herstellern, sich damit klassischen Kameraherstellern zusammenzutun. Ist auch in Ordnung, wenn das Ergebnis stimmt. Das Display 6,7 Zoll, AMOLED E420Hz, 1300 Nits Helligkeit mit einer Auflösung von 3216 mit 1440. Also es ist extrem hochauflösend. Wi-Fi BE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3. Der Akku misst 5000 mAh, wird mit 100 Watt geladen. Natürlich haben wir NFC, natürlich haben wir Stereo-Lautsprecher, In-Display, Fingerabdruckscanner, 5G, 4G. 4G sogar mit Band 20, Freunde. Das ist ja mal so die größte Hürde, wenn man die International hier in Deutschland verwenden möchte. Es gibt sogar ein multilinguales Android, das heißt Deutsch steht hier auch zur Auswahl. Nochmal zum Speicher, es ist natürlich UFS 4.0 Speicher, wie das jetzt auch bei Flaggschiffen eben gängig ist. Hier mal ein flottes Unboxing, Freunde. Und ja, Never Settle ist ja das, was OnePlus halt immer drauf schreibt. Auch typisch rot-schwarzer Karton. Ein die SIM-Nadel kommt mir entgegen. Ein Bumper ist dabei und wir sehen ja chinesische Gebrauchsanweisung. Wie gesagt, das ist die International. Aber tja, wenn man sie einsetzen kann, warum nicht? Da kann man auch ein bisschen Geld sparen. Auch wenn das halt BBK in dem Fall natürlich nicht so gerne sieht. Ladegerät ist hier mit dabei. Also der Spuk mit den fehlenden Ladegeräten hier ist zumindest außerhalb von Apple vorbei. Zumal das ja auch ein 100 Watt Ladegerät ist. Super VOOC nennt das dann hier OnePlus. Und natürlich typisch ein rotes USB-C Datenkabel auch mit am Start. Also Lieferumfang im Prinzip vollumfänglich. Alles, was wir benötigen. So, das Telefon nochmal geputzt. Ne? Das ist jetzt hier natürlich schon durch meinen Testparcours durch. Und wir sehen auch, die Uhrzeit wurde angezeigt. Hier neben Always On. Alles sehr, sehr dezent gemacht. Das reagiert dann auch natürlich auf Bewegung. Wenn ich das hochnehme, wird das Always On Display halt aktiviert. Das lässt sich natürlich dann alles konfigurieren. Ist ja ein LTPO3 Panel bzw. AMOLED. Das heißt, nur die Pixel, die jetzt hier auch gerade ganz sanft weiß leuchten, nur die verbrauchen Strom. Das heißt, es ist wirklich kein extrem stromsparend. Das Display zeigt mir aber trotzdem die wichtigsten Informationen an. Und wenn wir es anschalten, ist natürlich ein Traum, nicht wahr? Die Farben sind super bei der Auflösung. Ich glaube aber, es ist gerade Full HD eingestellt. Ne? Das sieht man so erstmal gar nicht, den Unterschied. Da muss man schon genau hinschauen. Aber ihr kennt ja meine Meinung zu einer Auflösung von über Full HD+. Ja, deutsche Systemsprache sehen wir hier, hell, Dunkelmodus etc. Seht ihr mal, was allein die Funktionen unter Display, ne? Wie sich das mit der Zeit so alles erweitert hat. Ich habe es ja gesagt, eine Full HD Plus hier voreingestellt. Also 2412x1080 Pixel Quad HD Plus, das können wir dann halt bei Bedarf zuschalten, wenn wir das dann wollen. Aber braucht man jetzt so im Alltag erstmal nicht. Eine 120 Hertz, ne? Dank LTPO3 hier natürlich dann auch adaptiv einstellbar hier vom System. Dolby Vision HDR 10 Plus Support. 500 Nits ist typisch, ne? Die 1300 Nits, das ist eben die maximale Helligkeit. Ja, das können andere Flaggschiffe auf jeden Fall besser, vor allem wenn wir Richtung Samsung blicken. Aber ob wir das dann auch brauchen in der Praxis? Ich habe ja eigentlich die International, das heißt, es müsste bei mir dann ColorOS gebrandet sein, was jetzt nicht die große Banane spielt, aber wir können mal nachschauen, was bei mir jetzt hier drinnen steht. Ich habe ja schließlich die International,
Nee, Oxygen steht bei mir, okay. Es gibt halt Oxygen, es gibt ColorOS. Basiert letztendlich alles auf Android 13. Ist dann halt individualisiert. So, hier sehen wir nochmal Akkukapazität, mein Arbeitsspeicher. Ich habe hier die 16-GB-Version. Es gibt nochmal so 4 GB virtuellen RAM on top. Ne? Der ist natürlich deutlich langsamer als der festverbaute Arbeitsspeicher, aber sieht halt schön aus, wenn man sagen kann, ich habe eigentlich theoretisch 20 GB. Ist dann aber abhängig, ne, von der Lese- und Schreibgeschwindigkeit des Festspeichers. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. 256 GB steht mir da zur Verfügung. Sicherheitsstand 5. Dezember 22. Ich kann jetzt hier natürlich kein Update installieren, weil mir wurde ja gesagt, wenn ich das mache, bricke ich hier das Smartphone und dann war es das erstmal gewesen. Aber beschäftigen wir uns damit nicht weiter. Wie gesagt, die Betriebssysteme an sich, die unterscheiden sich ja von Land zu Land nicht. Wenn, dann ist es eher Boni, wie halt Bloatware, dass die halt je nach Markt angepasst ist. Braucht man aber eigentlich nicht. Wenn ich Software will, lade ich die mir aus dem Play Store runter. Ja, ihr seht ja schon, meine Benchmarks habe ich alle schon runtergeladen. Da können wir uns mal die Ergebnisse anschauen. Wir haben den Snapdragon 8 Gen 2 hier installiert. Liefert hier 1.073.597 Punkte im AnTuTu. Hatten wir tatsächlich aber mit der Hardware-Konfiguration auch schon besser gesehen. Temperatureinstieg hier um 4 Grad, das ist okay. Das habe ich hier nochmal gescreenshottet. 3,5 Grad, wenn wir genau sind. Akku-Drop hier um 3%. Das ist gut. Akkutest habe ich leider nicht geschafft. Ich muss das Gerät so wieder zurückschicken, weil Trading Shenzhen kassiert die jetzt allein, schickt die nach China zurück. Hier Single-Core 1522, Multicore 4749. Bei Geekbench 6, jetzt hier bin ich top aktuell dabei. Knapp 11.000 Work 3.0 Performance-Test. Muss ich sagen, ist nicht so krass. Das gleiche gilt hier auch für den RideLife Extreme Stress-Test. Ich dachte, okay, der powert halt nicht so hoch oder früher gedrosselt, damit er halt nicht so heiß wird. Aber ja, im Stabilitätstest hat sich das jetzt wenig bemerkbar gemacht. Der 70,9%, das wäre jetzt gegenüber dem Vorgänger oder den 888er sicherlich ein ziemlich guter Wert. Aber bei den Snapdragon 8 Gen 2 hatten wir auf jeden Fall schon bessere Stabilitätswerte gesehen. Was mich auch ein bisschen verwirrt hat, ist, dass bis zum 12. Loop das Ganze eigentlich stabil lief. Und 12 Loops, da ist er bestimmt schon locker eine Viertelstunde dabei. Und dann erst hat er beschlossen, ich drossel jetzt erstmal in der ganzen Ecke. Und ihr seht, das war auch dann recht heftig. Und so kam ich auf den tiefsten Wert von 2553. Aber das passiert in der Praxis normalerweise nicht. Ne? Also hier wird ja vor allem die GPU belastet, nicht die CPU. Und wenn wir jetzt zocken, haben wir meistens ja bloß Peakwerte, was die GPU angeht. Und da sehen wir, da können wir eine ganze Weile, können wir die GPU schon auf einer sehr hohen Last betreiben, dann hier auch mit der maximalen Leistung, bevor der dann anfängt zu drosseln. Wie gesagt, das war ja hier erst so ab dem 12. Loop, ab dem 13. sogar, ne, von 20, wo er dann mit der Leistung runtergegangen ist, ist wahrscheinlich dann halt zu heiß geworden. Insgesamt muss man sagen, es ist und bleibt alles Meckern auf einem sehr hohen Niveau, weil das ist einfach mal abnorm im Moment die leistungsstärkste SoC am Markt, bis die mal tatsächlich nicht mehr reicht, auch im Speziellen in Bezug hier auf die 16 GB Arbeitsspeicher. Ich glaube, da wird eher der Akku ausfallen. Lese- und Schreibwerte habe ich leider vergessen, hol mal an der Stelle mal nach, weil ehrlich gesagt, bei so leistungsstarken Speicher geht das auch recht schnell. Bei meinen billigen Geräten dauert das manchmal. Ja, wir sehen ja schon, ne, 891. Es ist halt super schneller Speicher. Ist halt UFS 4.0, 256 oder wahlweise 512 GB. Der wird auch hier genauso wie bei deinem Arbeitsspeicher. Das wird so schnell kein Flaschenhals sein, Freunde. Ja, Kamera. Blende ich euch mal ein paar Bilder ein. Ich war ein bisschen unterwegs, habe ein paar Fotos gemacht und muss sagen, die Kamera ist auf jeden Fall die weiß zu überzeugen. Ist halt eine Flaggschiff-Kamera hier in Standzusammenarbeit, ne, mit Hasselblatt. Da macht die Hauptkamera, macht auf jeden Fall richtig solide Aufnahmen, blende ich euch ja gerade ein. Aber wir können eben auch mit Weitwinkel und wir können halt auch mit Tele ein bisschen reingehen, ohne große Verluste. Bei 50 Megapixel, wenn wir in voller Auflösung fotografieren, können wir natürlich auch ein bisschen digital zoomen. Na, das ist dann hier nicht das Drama, da haben wir nicht gleich die Mega-Verluste. Will ich jetzt gar nicht jetzt mich so groß drin verlieren. Ist hier kein Labortest, ich blende euch einfach die Bilder ein. Und ihr seht, dass das für den Otto-Normal-Dude hier eigentlich schon zu viel ist. Die Farben sind fantastisch, die Schärfe ist beeindruckend. Dynamikumfang hier natürlich richtig gut. Das sind natürlich alles so Sachen, die wir in dem Preisbereich auch einfach erwarten. Hier sind es dann eher die Labortests, die dann wirklich die Geräte voneinander differenzieren. Gerade hier die Automatik weiß zu überzeugen. Der Weißabgleich ist zuverlässig. Ich habe jetzt auch keine gravierenden Unterschiede bei der Farbtemperatur zwischen Tele, Weitwinkel und Hauptkamera feststellen können. Porträtmodus habe ich ausprobiert. Der ist wirklich hervorragend. Also der hat sogar meine Haare wirklich einzeln erkannt und hat nicht ein paar Haare unscharf gezeichnet, was man natürlich eh erst im Zoom bemerkt. Aber zumindest können wir festhalten, ja, die Porträtleistung ist top. Sogar meine Brille ist auch scharf gezeichnet. Videoqualität ist natürlich stabilisiert. Wir können natürlich in 4K aufzeichnen. Gerne auch bei 60 FPS. Wir können auch mit 8K aufzeichnen. Hier ist bei 24 FPS Schluss. Die Frontkamera, die macht tatsächlich nur 1080p da bei 30 FPS. Fand ich für ein Flaggschiff jetzt, fand ich die Frontkamera jetzt nicht so wirklich überzeugend. Die Videoperformance ist aber ja okay. Auch bei Lowlight zum Beispiel, muss ich sagen, dann kackt die Frontkamera echt früh ab. So, noch ein Test der Frontkamera. 1080p, dann ist Schluss, 30 FPS. Außerdem bekommt ihr jetzt noch was für den Mikrofon so mit. Machen wir noch so einen kleinen Lowlight-Performance-Test. So, Licht aus. Wie ihr seht, ich habe praktisch keine Lichtquelle mehr hier in den Raum. Ein bisschen was kommt durchs Fenster und durch den Korridor. Die Hauptkamera, die ist okay, die fängt halt mächtig an zu rauschen, beziehungsweise ich habe dann auch so ein paar Bildfehler, die eventuell von der KI dann eingestreut werden, weil die nämlich dann versucht, die Lowlight-Aufnahme ein bisschen aufzuhübschen.
Wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Heute zwei Produkte in einem Video. Und warum? Weil es Sinn macht. Produkt Nummer 1 ist ein Powerstation von EcoFlow. Es ist die River 2. Das zweite Produkt passend dazu, Freunde. Einen Moment, bitte. Das ist ein Solarpanel, auch von EcoFlow, und bringt, wie unten zu lesen ist, Max. Lautsprecher auf jeden Fall sehr überzeugend, vor allem der zweite Lautsprecher bringt mal erstaunlich viel Ton. Und die Touch-Tests können wir machen. Das ist aber eigentlich Blödsinn über diesen Band. Ja, 10 Punkte war klar. LCD-Test. Und da könnt ihr jetzt das Display-Body-Verhältnis nochmal schön bewundern. Die Frontkamera ist in einer recht kleinen Pancho untergebracht. Vor allem aber ist das Ganze hier symmetrisch eingesetzt, das Display. Das heißt, das Kinn und die Stirn, ich glaube, dafür gibt es keinen offiziellen Namen, ne? Gleich dick. Das ist nice. Das Display ist gecurved, wie man sehen kann. Blickwinkel brauchen wir eigentlich gar nicht thematisieren. Die sind natürlich astrein. Das Bild dreht auch schnell, wie ihr sehen könnt. Schwarzwerte sind natürlich, ja, es ist halt ein AMOLED-Panel. Da werden die LEDs einfach abgeschaltet. Es ist halt ein perfektes Schwarz, super Kontraste. Das Display, muss ich sagen, ist auf jeden Fall top in dem Preisbereich. Wir haben uns das Design auch gar nicht so richtig angeschaut. Naja, es ist ein gecurvedes Panel mit einem Top-Display-Body-Verhältnis. Immer noch mit einer Punch-Hole. Auf der Rückseite ist so ein bisschen mattes Muster. Die Kamera ist jetzt rund. Und vor allem schaut sie wirklich minimal aus dem Gehäuse raus. Das finde ich eigentlich ganz geil. Aber keine Ahnung, wie sind die Dinger irgendwie immer noch zu groß? Wenn ich es vergleiche, nee, es ist tatsächlich genauso wie das Note 20. Mag vielleicht auch an diesen immer größer werdenden Kameramodulen hängen. Weil schaut euch das mal an hier im Vergleich nicht zu den Note 20. Keine Ahnung, es ist immer ein bisschen kopflastig, was mich ehrlich gesagt enorm stört. Sind ja auch immer um die 200 Gramm schwer. 205 genauer gesagt hier bei den OnePlus. Von der Haptik, ich kann mich immer nicht so ganz daran gewöhnen, wenn die halt so ein größeres Kameramodul haben. Wobei hier geht's ja noch, ne? Das haben wir alles auch schon noch größer gesehen. Vor allem halt bei Xiaomi. Was ich geil finde ist, ja, OnePlus hat hier den Mute-Schalter. Den kennen wir ja schon. Es ist ein dreistufiger Mute-Schalter. Und damit können wir halt schnell auf Vibration, auf lautlos oder eben auf Klingeltöne entscheiden. Power-On-Taste auf der linken Seite ist dann die Lautstärke-Wippe. Wie immer alles natürlich top verarbeitet. Hier im Metallrahmen, hier im Infrarot, zweites Mikrofon auf der unteren Seite USB-C, hier ist der SIM-Schlitten, Hauptmikrofon und natürlich der Hauptlautsprecher. Die Hörmuschel ist dann der zweite Lautsprecher, was auch absolut okay ist. Es ist natürlich insgesamt, ist es halt ein Top-Smartphone. Wenn ich eine Empfehlung rausgeben müsste, würde ich immer raten, schaut vor allem halt auf den Preis. Schaut am besten auch noch auf den Update-Support, weil mich bei den Smartphones im Moment die Lebensdauer künstlich durch den Update-Support hier begrenzt wird. Die Flaggschiffe sind im Moment alle ein bisschen austauschbar, deshalb würde ich mal auf den Preis schauen. Es ist ein gutes Telefon. Muss man jetzt vom OnePlus 10 upgraden? Sicherlich nicht, Freunde. Muss man sich überhaupt ein Flaggschiff holen? Eigentlich auch nicht. Die Mittelklassen, Freunde, die bieten im Moment eigentlich eine sehr, sehr ähnliche User Experience wie die Flaggschiffe, kosten aber in der Regel nur ungefähr um die Hälfte. Was ich gut finde an dem OnePlus 11 ist, dass es allgemein halt einfach immer noch ein Top-Smartphone ist. Das muss man einfach mal OnePlus lassen. Ist top verarbeitet, es ist super schnell. Die Dinger, die laufen, die rennen. Wir haben viel Speicher, wir haben Schnellspeicher, wir haben eine geile Kamera, wir haben ein beeindruckendes Display. Um zusammenzufassen, ist es alles auf einem sehr hohen Niveau. Ist recht fair bepreist, muss ich sagen. Wenn man bedenkt, dass die Flaggschiffe im Moment auch gerne, wirklich gerne jenseits der 1000 Euro kosten, ist das OnePlus 11 fair bepreist. Das soll es gewesen sein. Ich verlinke es euch unten zu Amazon, weil Train Shenzhen das eben zwar noch gelistet hat, aber wahrscheinlich nicht verkaufen wird. Ich danke euch. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Es gibt in der Videobeschreibung alle Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Danke, bis dahin. Ciao.